Ja, also das sind sehr politische Themen und natürlich beschäftigen die auch Künstlerinnen und Künstler. Was wir aber in der Vienna Art Week machen und auch jetzt in dieser Ausstellung, ist trotzdem Kunst zu präsentieren, die jetzt nicht, ich sage jetzt einmal, mit dem Zeigefinger rein politisch arbeitet, sondern wirklich einen ästhetischen ja, Mehrwert oder ein etwas auslösen bei dir auch im Bauch oder im Herz. Sag jetzt einmal, oder Gänsehaut erzeugt, weil es einfach auf einer ästhetischen Ebene funktioniert und eben nicht nur plakativ im Sinne von einer Protestbewegung. Aber all diese Themen, ob jetzt Feminismus, Friday for Future etc., haben wir letztes Jahr zum Beispiel gefeatured, aber die Künstlergruppe Fridays for Futures, also Artists for Future. Und da halten wir schon sehr stark quasi den Diskurs im Bereich Kunst hoch und geht jetzt nicht, wir sind jetzt kein sozialpolitisches Event sozusagen oder keine allgemeine Demo gegen einen bestimmten Issue. Ja, aus meiner Sicht sind diese Open Studio Days, also Samstag und Sonntag, wo wir 50 Ateliers öffnen und wo Künstlerinnen und Künstler wirklich ganz persönlich über ihre Arbeit sprechen werden und als Besucher du wirklich einen direkten Zugang hast zum Ort, wo wirklich Kunst entsteht. Also für mich persönlich sind diese Programmpunkte, falls, also für mich persönlich wirklich ein Highlight, weil, okay, in einem Museum kommst du unter das Jahr auch, oder eine Ausstellung kannst du jederzeit anschauen, aber dass wirklich jetzt 50 Künstlerinnen ihre heiligen, für mich heiligen Hallen öffnen und du einen ganz direkten Zugang hast und so quasi barrierefrei. Nämlich im wahrsten Sinne des Wortes, wir bieten das heuer auch barrierefrei an mit einem speziellen Bus. Also das ist für mich das Schönste. Für mich ist die Artwork insgesamt so ein, es kommt halt alles zusammen, ne, was die Kunststadt Wien auch ausmacht. Insofern kann ich jetzt gar nicht sagen, das Atelier oder die Ausstellung, wir haben 14 Ausstellungseröffnungen und jede für sich, glaube ich, ist speziell, ist spannend. Und was natürlich für mich auch, ich glaube, eine Herzensangelegenheit war, ist diese Ausstellung hier in dieser zwischengenutzten Immobilie, wo wir 40 Künstlerinnen ja, wirklich spannende Räume bieten konnten und wo es auch herrlich ist zu sehen, wie diese Künstlerinnen sagen, okay, wir wissen, das Haus wird abgerissen, jetzt kann ich da wirklich mit dem Raum auch arbeiten und ich kann in die Wände gehen, ich kann Überschwemmungen auslösen, ich kann was anzünden, also wirklich mit den Räumen arbeiten und hier entstand für mich so eine Abfolge von ganz kleinen, feinen Wunderkammern sozusagen, wo du in jedem Raum was lernst, inspiriert wirst und vielleicht auch ja zu dem einen oder anderen Thema, Challenging Orders, eine Bewusstseinsänderung vielleicht auch gewinnst.